dann geht das eh ganz leicht. Ich meine, solche Sachen mache ich gerne. Das ist ziemlich einfach und kein Problem, ne? So Sachen wie vorher sind halt nicht so ganz meines. Ein bisschen dauert es immer, weil ich herausfinden muss. Ah ja, so passt schon. Bisschen dauert es immer, weil ich herausfinden muss, was wohin gehört. Aber grundsätzlich funktioniert das meiste ja. Du hast gut gefunden. Datei freigeben. Ja, wie man sieht, nicht viel. Aber ja. Das erste, was man sieht, ist meiner Meinung nach Adam und Eva, ne? Mit dem Apfel. Da können wir was vom Einserteil. Mit dem Apfel. Toll, ich war gerade beim Doktor und jetzt hab ich schon wieder wehgetan. Oh mein Gott. Naja, okay, macht ja nichts. Will ja nur die Adlerposten hier machen und dann geht's ihr gleich weiter. So. Den noch. Okay, ein Doktor ist doch keiner. Reisen der Karawane. Ja gut, Pferde kann ich aber nicht nehmen. In der Stadt. Es geht der Stadt nicht. Es geht erst ab Assassin's Creed. Das vielleicht. Das hat jetzt toll funktioniert. Ehrlich. Ich strecke dich nieder. Er kommt davon. Jupp, damit kannst du, davon kannst du ausgehen. Dass ich hinkomme. Die sind einfach viel zu langsam. Was soll ich machen? Bringt mir die Kraft! Ja, ich tat, was ich konnte. Achte darauf, dass die Wunde nicht wieder aufreißt. Jawohl! Wird gemacht. Doktor. Hier kann man die Stadt verlassen. Okay. Gut zu wissen. Das muss ich eh bald. Also jetzt, was ich schon hier alles anrichte da. Ich hoffe, das dauert hier nicht so lange jetzt. Ich möchte eigentlich hier nicht mehr so viel machen jetzt. Wie gesagt, ich möchte nicht mehr so viel machen. Aber mir reicht das. Die Posten. Den ersten möchte ich mal töten. Dabei ist ja noch nicht so viel Unterschied zum Zweier, ne? Ah, zum Einser. Es geht halt um die Einzelheiten. Das Plündern, es gibt endlich Geld. Das Geld muss ja auch einen Nutzen haben. Ich kenne ihn. Leute, die was zum Beispiel überhaupt nicht Assassin's Creed spielen oder es einfach nicht spielen wollen und sich das hier ansehen, die kennen den Nutzen natürlich nicht. Mache die einfach Bock haben, das anzusehen. Okay, ich habe schon wieder was gefunden. Santa Große Kroke. So, einfach dieses Teil. Ah, ich habe schon gefunden. Da oben. Achso, nee. Das ist nur eine Feder. Okay. Aber wenn ich was suche, dann
Wozu ich das Adlerauge brauche jetzt, dann würde ich mal sagen, dann lasse ich es eingeschalten, ne? Alle, die Hilfe brauchen, sind hier willkommen. Ich weiß ja nicht, wo es ist, ne? Das ist ja... Ah, gefunden. Da ist es. So, da wie. Jetzt muss ich mal schauen, wie ich hier hochkomme. Ich versuche gerade, mir das Niesen zu unterdrücken. Weil ich nicht niesen möchte. So, wo war es? Hier, ne? Jesus. Die Macht nicht. Sie wird vererbt. Nachkommen. Datei freigeben. Achso, ja. Es kommt immer drauf an, ich muss jetzt Sachen suchen. Ja. Es ist einfach. Okay, das ist doch noch einfach. Es gibt echt Sachen, die kann ich echt nicht. Ah, da. Ah. Okay, die leuchten eh gleich da direkt immer auf. Okay. Jawohl. Ja, das brauche ich nicht alles herzeigen. Ich kann ja dann, wenn ich nicht alles habe, ich kann ja das immer wieder spielen. Also ich kann es nicht immer wieder spielen, aber ich kann ja die Sachen, die restlichen, wenn noch welche fehlen, suchen und dann so eine ganz Special Edition, Special Folge halt laufen lassen. Die Frage ist halt, möchte ich dann noch die, schau das an, das Siegenzeichen. Die Frage ist halt, ob ich die sorry für die ganzen Aussätze, ich bin schon relativ müde. Also die Frage ist halt, möchte ich dann noch die Federn auch noch sammeln, damit man auch weiß, was man daraus kriegt, ja? Oder möchte ich nicht auch so, ich sehe gerade, es ist 3:30, ne? Okay, jetzt mal das kurz, lass mich kurz mal nachsehen. Also, wir hätten jetzt hier eine Codex-Seite. Hätten wir zwei zu holen. Ich würde sagen, ich gehe mal hier hin. Da! Im Namen! Madonna, damit habe ich nicht zu tun. Verschwinden! Ah, das hat niemand gesehen. Na toll, die haben nur 3 Geld mit. Florin, das hat ja eine Bezeichnung auf das Geld hier. Es gibt ja Spiele, glaube ich, die haben gar keine Bezeichnung, also fürs Geld. Das ist einfach Geld. Ich glaube halt, ich weiß es nicht. Bin mir jetzt nicht sicher. Let's you! Nicht so schnell! Oder das wäre jetzt ja eh der letzte Turm, dann überlege ich noch, ob ich gleich die 2 Codex-Seiten suchen soll. Also holen sollen, nicht suchen, holen. Aber ich weiß nicht, ob das nicht alles einfach zu meinen Daumen. Also nein, ich lasse die Codex-Seiten jetzt mal, die laufen mir schon nicht davon. Das passt dann schon ganz gut. Die bleiben eh. Das ist ja das Gute an den Seiten. Aber jetzt mal zurück und dann mal sehen, ob ich den töten darf. Ich mag den nämlich unbedingt töten. Das Gute an dem Zweier, glaube ich, ist, man muss keine Informationen oder so sammeln über die Person. Man kann sie einfach töten.
Das ist mir im Prinzip egal. Weil die hänge ich sowieso ab. Lala. Hier hänge ich wirklich ab. So, da die. Sagte ich ja, die hänge ich ab. Ja, ich gehe gleich zum Arzt wieder. Ich sollte echt. Seid nicht schüchtern, tritt. Jetzt solltet ihr euch besser fühlen. Macht's gut. Dankeschön. Ich bin ein Idiot. Ich weiß, ihr müsst euch nicht daran erinnern. Lala. Ah, da drüben hätten wir eine Feder. Die nehme ich gleich mit. Feder. Ja, da wird immer so hell, da sehe ich nichts mehr. Wo ich hin muss und so. Das ist nicht so geschmeidig. Vielleicht kann man das freuen, aber jetzt kann man oben nicht einsteigen, glaube ich. Muss ich wieder hinunter? Ja, ich hab sie ja schon. Von diesem. Mardo. Ihr wart ja ganz schön lange fort. Leonardo redet gerne. Das stimmt wohl. Aber sicher habt ihr nicht nur geredet. Ah! Ich gab euch die Fertigkeit. Leonardo gab euch die Klinge. Nun fehlt nur noch die Tat. Wo kann ich Uberto finden? Mein Mädchen nach ist er heute bei der Enthüllung von Verrocchios neuestem Werk anwesend. Sie findet im Kloster Santa Croce statt. Achtet so lange für mich auf meine Mutter und Schwester. Natürlich, Ezio. Als wären sie meine Familie. Also, was jetzt passiert wäre, wenn ich die Taste gedrückt hätte, es wäre das Messer hinausgefahren, ja? Für die Leute, die es nicht wissen. Es tut mir leid, ich habe gerade die Hand nicht auf der Maus gehabt, sondern... Ich habe mich auch anders hingesetzt, weil ich dachte, ich kann mich jetzt entspannen, aber... Ja, also kurz entspannen wäre aber falsch gewesen. Wäre aber falsch gewesen. Ja, jetzt hat man das natürlich gesehen, was eigentlich passiert ist. Aber ich glaube, das kann man verzeihen. Ich versuche das jetzt in Zukunft nicht so also machen. Ist halt nicht so wie beim Einzel, wo man einfach bei den Gesprächen sitzen kann, nichts tun kann. Ja, stirb einfach, ne? Nein, du hast nicht, ihr habt nicht mal viel Geld, das zahlt sich nicht aus. Da etwas zu machen. Das schon wieder? Ihr habt eure Grenzen überschritten, Uberto. Wie könnt ihr von Grenzen sprechen? Ihr, der ihr euch selbst zu Lorenzo de' Medici, Prinz von Florenz, ernannt habt. Das habe ich nicht getan. Natürlich nicht. Immer ohne Schuld. Wie praktisch. Wenigstens sehen wir, wie weit eure Macht reicht. Offensichtlich gar nicht so weit. Eine wertvolle Lehre für mich und meine Verbündeten. Ja, eure Verbündeten, die Pazzi. Dreht es sich darum? Achtet auf eure Worte, Lorenzo. Ihr könntet die falsche Aufmerksamkeit erregen. Ja, ja. Ja, ich mag den fetten Typen nicht. Unbemerkt voll. Ja, da geht's. Jetzt tauchen sie in eine Gruppe unter. Natürlich. Ich habe ein Elixier aus Blei und Granatapfel gebraut. Ideal für die Leber. Ja, reinkommen tue ich aber so nicht.
weiß schon, wie ich reinkomme. Ah, das mit den Leuten, mit den Mädchen ist immer schön. Die gehen dann. Hallo, Jungs.